Jetzt kommt die erste 2-Sterne-Mission und die einzige. Die Revanche. Gibt's auch noch 4 Sterne? Nö. Maximal, wenn es eigentlich immer okay ist, ja auch egal. Die Revanche. Es waren harte und zähe, scheinbar nie enden wollende Jahre. Viele Jahre habt ihr unter eurem Widersacher Flo Hasenherz gelitten. Immer wieder hat er euch gequält und versucht. Warum ist das euch groß geschrieben? Euch in die Knie zu zwingen. Viel zu oft ist es ihm gelungen, euch zu demütigen. Und ihr habt alles mit Gleichmut ertragen. Aber als er gegen General Dörfisch, euren besten Freund, das euer schon wieder groß geschrieben, zu Felde zog und ihm den Garaus machte, habt ihr Rache geschworen. Ich dachte gerade, ihr es auch falsch geschrieben, aber stimmt so. Falls ihr jemals wieder in der Lage sein solltet, ein Handvoll Mann um euch zu schauen, dann würdet ihr ihn von seinem mit Blutgeld errichteten Throne stoßen, auf das er sich sein Genick beim Sturze bräche. Die Zeit der Vergeltung ist jetzt da. Ihr habt eine Handvoll gleichgesinnter Mann gefunden, die mutig und treu ergeben sind. Sie sind bereit, sich mit euch in ein Abenteuer zu stürzen, das vielen als zu waghalsig und verrückt erscheinen würde. Ich vermute mal, wir haben nur Schiffe und Infanterie und das finde ich nicht gut. Doch ihr seid es sicher, dass es mit vereinten Kräften gelingen wird, Flo Hasenherz zu besiegen. Dann könnt ihr endlich sein gebrochenes Hasenherz in euren Händen halten. Vergesst nicht, dass ihr mindestens 500 Goldstücke pro Monat Handelsbilanz braucht, um die Finanzierung eurer Taten zu sichern. Okay, ich kann vielleicht doch ein bisschen. Wählt eure Fahne! Schnell, schnell, schnell! Oh, Moment, ich habe mehrere Schiffe. Ich dachte, das sind Konkurrenten. Die sind ja schon ausgebaut, wie gemein. Was muss ich jetzt tun? Egal, wir... Ich hole mir jetzt erstmal ein paar Inseln. Hä? Ich hole mir gleich ein paar Inseln am besten. Die Insel sieht auch ganz prächtig aus. So eine Insel habe ich eigentlich immer als Piratenversteck gemacht. Das ist auch eine sehr skurrile Insel. Ist egal, ich hole mir jetzt erstmal ein paar Inseln. Was muss ich denn jetzt genau machen? Müssen sie besiegen? Und 500 Handelsbilanz? Ach ne, ich soll 500 Handelsbilanz haben, glaube ich. Von mir aus. Oh, die Nachfrage ist auf jeden Fall groß. Erst Insel sichern, dann nachdenken. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ich habe die Vermutung, auf dieser Insel wächst auch alles. Da wächst sogar Eisenerz, wie mir scheint. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Wie groß. Wir haben Gold gefunden. Ihr habt eine Gold. Meins. Alles meins. Warte mal, wo ist das Gold? Auf der Insel. Gut, das sollte eh meine Hauptinsel werden. Ich bin total überfüllt mit allem. Ich werde jetzt erstmal ganz schnell wachsen. Das heißt, wir brauchen Unmengen an Holz. Ja,
drei runter. Setz die Vorsegel! Also hier gibt es Tabak und Zuckerrohr, das ist gut. Hier kriege ich Gewürze und Kakao her, das ist auch gut. Die Insel ist aber echt hässlich. Oh, ich habe kein Werkzeug. Geh mal hoch. Diese Insel kein Werkzeug. Warum hat dieser. Setzt neuen Kurs! Das Ding kein Werkzeug, wir machen so einen Scheiß. So, sichern wir sie uns. Nahrung kann ich hier hoch, das ist ja egal. Habe ich nicht gesagt, dass du hier hoch sollst? Du sollst das Werkzeug holen. So, und du holst mir Holz. Ich mache jetzt mal ganz viele Holzfäller mit, so viel wie ich sonst nicht mache. Moment, ich habe wieder. Oh nein. Wo ist Erz? Wo war Erz auf welcher Insel? Es gibt wieder kein Erz, verdammt. Oh nein, es gibt wieder kein... Ah. Es gibt kein Erz. Ach Mann, was haben die denn immer damit? Das nervt mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ich kriege nie Erze. Das ist natürlich jetzt ein Mist. Ich habe mich jetzt auf Wachsen eingestellt. Dass sie die Händler mal ausmachen, das ist echt nervig. Aber ich muss sagen, das ist das, womit man den Spieler halt am meisten nerven kann. Das ganze Zeug bringt mir... Ach doch, ich habe doch Erz. Juhu! Dann kann ich auch unfällig weiter wachsen. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht zu viel verschleudere anfangs. Denn ich brauche genug, um die Eisenerzproduktion dann in Gang zu kriegen. Fangen wir an. Das verschwindet hier eh alles dann später. Ich lage erstmal alles hier rein und entscheide dann, was ich noch brauchen kann. In die Wanten! Ah, viel zu viel Nahrung. So. Baumwolle und Gewürze, super. Ich habe aber viel zu wenig Werkzeug. Ich kann mir die Insel noch nicht sichern. Ich glaube, ich muss wirklich drauf möglichst versuchen, meine Bevölkerung jetzt schnell groß zu ziehen. Kann auch sein, dass ich jetzt schon versaut habe, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich Probleme machen könnte. Das Werkzeug. Hoppla, diese Holzfällette war sehr nützlich bisher. Ich glaube, es könnte echt schief gehen. Also wenn ich nochmal neu starten muss, sorry, habe ich nicht gesehen, dass ich da ein bisschen mehr aufpassen muss. Ich weiß auch gar nicht, was ich... Also ich brauche auf jeden Fall Siedler, ein paar. Es könnte gut sein, dass es nicht mehr reicht. Ich habe schon viel zu viel Werkzeug ausgegeben, glaube ich. Vor allem brauchen die alle Werkzeug.
Das wird nichts. Wartet mal, das machen wir nochmal neu. Das habe ich leider nicht gesehen. Entschuldigung. So, die Revanche. Wichtelein. Yay, 72.000. Wie komme ich denn auf 72.000 Punkte? Welche Farbe soll euer Bagger ziehen? Blau darf ich gar nicht nehmen. So, wir machen das jetzt nochmal. Nur besser. Denn diese ganzen Güter, die wir hier am Anfang haben, dienen tatsächlich nur einem Zweck. Wir sollen eine Produktion an Werkzeug zustande bringen. Das Gute ist nämlich, wenn die überhaupt kein Werkzeug haben, können die auch gar nichts machen. Das heißt, die sind total in meinen Händen. Solange ich kein bisschen Werkzeug verkaufe, können die nichts machen. Die sind total auf uns angewiesen. Und das ist eigentlich gut. Hölzerner Wachturm, so ein Scheiß. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja, Gold. Setz die Vorsegel! So. Wir bauen uns zwar jetzt auch ein Stück aus, aber nicht zu sehr. So. Primär, um hier an das Werkzeug zu kommen, bloß. Baue ich mal einen Weg, da werden später unsere Häuser dran stehen. Genau aus dem Grund haben wir auch diese ganzen Steine bekommen. So, fangen wir erstmal mit Häusern an. Nahrung brauchen wir auch erstmal nicht produzieren, wir sind nämlich richtig voll gefüllt worden. So, damit die Schafe hier schön leben können, machen wir das ganze Gemüse wieder weg. Werkzeug kann man noch lassen. So. Die brauchen wir jetzt aber auch, denn wir brauchen tatsächlich Holz. Ich hätte bloß auf den anderen Inseln nichts machen dürfen. Das hat uns dann letzten Endes das Genick gebrochen. Ne, machen wir anders. So. Trotzdem würde ich gern schnell wachsen. Stillstand heißt Rückschritt. Das wäre aber auch sehr lustig für eine Karte. So kann man auch wirklich die Gegner extrem bremsen. Achso, die brauchen ja auch noch Mehrweg. Mehrweg ist der Bruder von Einweg. Sehr gut. Und die ersten Siedler. Wir brauchen eigentlich nur genug Holz, damit die sich jetzt schön ausbauen, und dann brauche ich... Ich habe doch noch ein bisschen was in der Hinterhand. Holz habe ich sogar noch. Super. Dann kannst du schön ausbauen, und sobald ich genug hierfür habe, kann ich mir das Erz holen, wo hoffentlich genug drin ist, und mir einen richtig fetten Vorrat anfressen. Und dann muss ich für... Ich kann Alkohol verkaufen, ich kann Tabak verkaufen, Werkzeug werde ich hier nicht verkaufen.
Oh, die waren sogar Steine. Hasenherz. Vielleicht muss ich ihn auch vernichten. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe das nicht so genau erlesen können, was ich eigentlich tun soll. Wenn ich ehrlich bin. Ich vermute aber, den muss ich vernichten. Es sieht mich auch nicht aus, als ob der viel hat. Naja, eins. Hasenherz vernichten und eine positive Bilanz von 500? Könnte sein. Gut, wir haben wenigstens schon einen Steinbruch. Ich werde sehen, ob ich sie vernichten muss, wenn ich eine spezielle, entsprechende Bilanz kriege. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Ich entsprechende Bilanz, wenn ich entsprechende Gebäude kriege. Eure Stadt wächst und gedeiht. So, das können wir auch mit reinhauen. Nicht ganz. Haben wir 29 Tonnen Werkzeug. Haben wir noch irgendwo Holz drin? Ich hätte gedacht... Oh, da ist noch was. Genau. 21 Tonnen. Müsste jetzt eigentlich hinkommen... Ich würde aber sagen, ihn haben wir relativ leicht besiegt. Der hat nämlich keine... Das Schlimmste wären seine Schiffe. Aber da muss ich nur bis zu Kaufleuten kommen und dann kann ich ihn auch richtig schön fertig machen. Nee, ich habe noch nichts Besseres. Euer Volk braucht eine Schule. Nee, Schule scheint auch noch nicht ausschlaggebend zu sein. Das Zeug habe ich schon mal. Ja, das hätte ich vorhin niemals geschafft. Dachte ich mir schon, dass es nicht mehr reicht. Kann ich aber da noch eine Kapelle hinbauen. Und da muss es ja eigentlich langsam mal hinhauen. Oh, wir haben ziemlich gute Steuer. Ah, wir haben die Eisenmine. Gut. Bauverbot. Ich darf da nur nicht vergessen, dass ich die Nahrungsmittel dann noch später machen muss, weil aktuell habe ich ja nur das von den Schiffen. Was echt viel ist, aber auf lange Sicht ist das auch nicht ausreichend. Normalerweise mache ich es dann so und reiße es dann alles Stück für Stück ab. Damit ja nicht irgendwie unnütz was steht. Da fehlt was, das war ich aber nicht, glaube ich. So, dann bauen wir mal die Eisenmine, die mir vorhin so verwehrt wurde. Und die Erzschmelze, die mir auch verwehrt wurde. Und dann die Werkzeugschmiede, die mir auch verwehrt blieb. Perfekt. Und dann können wir tatsächlich Werkzeug produzieren. Ihr dürft euch natürlich jetzt weiter ausbauen.